Good morning, this is Women in X. We don't want to die in hospital. Guten Morgen, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Bonjour, Monsieur, Dame, c'est les femmes de Zef. On ne veut pas mourir à l'hôpital. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Grefrath verklagt und beschäftige mich deshalb mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung und lese dafür aus dem Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW. Und ich bin beim Teil Vorsorgevollmacht angekommen. Das Kapitel heißt typische Fehler bei der Vorsorgevollmacht und erstreckt sich über die Seite 39 und es ist untergliedert in folgende Punkte. Beschränkung der Vollmacht nach außen, vorschnelle Wahl des Bevollmächtigten, Meinungsverschiedenheiten bei mehreren Bevollmächtigten, unklare und widersprüchliche Regelungen. Ich fange mal an. Typische Fehler bei der Vorsorgevollmacht. Vorsorgevollmachten bergen einige Tücken, aber keine Sorge. Hier finden Sie die häufigsten Fehler und erfahren, wie Sie diese vermeiden können. An der Stelle möchte ich sagen, Vorsorgevollmacht ist nicht unbedingt mein Instrument oder Werkzeug. Ich möchte das nicht und ich rate wirklich davon ab. Man liefert sich Menschen aus und ich möchte ein Individuum mit einem möglichst freien Willen sein. So, Beschränkung der Vollmacht nach außen. Wer seine Vollmacht einleitet mit den Worten: Für den Fall, dass ich wegen Krankheit oder Unfall selbst keine Entscheidung treffen kann, macht es seinem Bevollmächtigten fast unmöglich, seine Aufgaben umzusetzen. Denn der Bevollmächtigte muss immer wieder beweisen, dass der Vollmachtgeber in der aktuellen Situation seine Rechte nicht selbst wahrnehmen kann. Vorsorgevollmachten, Vorsorge in Klammer, sollte nach außen gegenüber Dritten möglichst weitreichend und ohne zeitliche oder sachliche Beschränkungen gelten. Beschränkungen beim Einsatz der Vollmacht können in einer Vereinbarung im Innenverhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigtem geregelt sein. Vorschnelle Wahl des Bevollmächtigten. Bevollmächtigte haben weitreichende Befugnisse und werden in der Regel nicht kontrolliert. Daher gibt es viel Spielraum für Missbrauch. Bevollmächtigen Sie nur Personen, denen Sie bedingungslos vertrauen. Familienmitglieder sind nicht immer die beste Wahl. Auch hier muss ein großes Vertrauensverhältnis bestehen. Darüber hinaus muss der Bevollmächtigte zeitlich, räumlich und inhaltlich in der Lage sein, die Aufgabe als Bevollmächtigter zu erfüllen. Gibt es keine geeignete Person, um die verantwortungsvolle Position eines Bevollmächtigten zu erfüllen, ist eine ausführliche Betreuungsverfügung anstelle der Vollmacht die bessere Wahl. Meiner Meinung nach ist die Betreuungsverfügung immer die bessere Wahl, weil Betreuer über eine Betreuungsverfügung vom Betreuungsgericht kontrolliert werden. So habe ich das Buch aber bisher verstanden. Ich möchte nicht, dass jemand in meinem Namen Entscheidungen trifft, ohne dabei kontrolliert zu werden. Ich halte das für grundsätzlich nicht gut. Meinungsverschiedenheiten bei mehreren Bevollmächtigten. Haben mehrere Personen eine Vollmacht, sind sie im Handeln blockiert, wenn sie dieselben Befugnisse haben, aber unterschiedlicher Auffassung zur Umsetzung sind. Um Streit zu vermeiden, sollte immer im Innenverhältnis
möglichst klar geregelt sein, welche Bevollmächtigten zu welchen Lebensbereichen Entscheidungen treffen. So. Um Streit zu vermeiden, sollte im Innenverhältnis möglichst klar geregelt sein, welcher Bevollmächtigte zu welchen Lebensbereichen Entscheidungen treffen kann. Am Ende sollte eine Person berechtigt sein, das letzte Wort zu sprechen. Das ist dann der Vollmachtpapst. So, unklare und widersprüchliche Regelungen. Bevollmächtigte sollen im Sinne der unklare und widersprüchliche Regelungen. Bevollmächtigte sollen im Sinne des Vollmachtgebers handeln. Schwierig wird dies, wenn in der Vorsorgevollmacht, der Betreuungsverfügung und/oder der Patientenverfügung unterschiedliche Aussagen zu einem Sachverhalt stehen. Zu Streit kommt es häufig nach dem Tod des Vollmachtgebers, wenn die Erben den Bevollmächtigten für eine falsche Verwaltung der Finanzen haftbar machen. Damit Bevollmächtigte Handlungssicherheit haben, sollte es gerade bei strittigen Themen, etwa zum Einsatz der finanziellen Mittel und bei In-Sich-Geschäften, wird auch schon wieder falsch geschrieben hier. Ich weiß nicht, warum die nicht einfach die Schreibweise aus dem Gesetz übernehmen und dann das hier im Sinne des Gesetzes reinschreiben. Ich weiß auch nicht, warum das ein strittiges Thema ist. Wenn man sich das hinmalt, ist das relativ klar, was damit gemeint ist. Möglichst eindeutig die Handlungsanweisungen im Verhältnis zwischen Vollmachtgeber und Bevollmächtigten geben. So. Wer mehrere Vollmachten und Verfügungen hat, sollte darauf achten, bei Änderungen in einem Dokument auch die anderen Dokumente zu prüfen. So. Ich finde das Kapitel oder der Teil Vorsorgevollmacht schon allein wegen dem Nichtgeschäften scheiße. Ja. Dann geht man lieber zu jemandem, der sich mit In-Sich-Geschäften auskennt und dieses Gesetz einem erklären kann. Wie gesagt, man braucht zwei rote und einen blauen Punkt und dann wird das relativ schnell klar. So. Man kann auch noch weitere Punkte zu machen, um Beispiele zu finden. Das ist im Grunde genommen ist es meiner Meinung nach in der Jura-Vorlesung das Interessanteste, diese Paragraphen zu den In-Sich-Geschäften sich mal zu verdeutlichen. Anscheinend hat das bei der Verbraucherzentrale NRW noch keiner gemacht. So, damit möchte ich schließen. Nächstes Kapitel ist, welche Besonderheiten gibt es noch? Dazu gibt es ein Interview mit einer Erbrechtsanwältin aus Würselen. Und dann ist das Ganze hier fertig. Ja. Ich mache mir jetzt einen Kaffee und dann versuche ich den Teil Vorsorgevollmacht in diesem Buch zu schließen. Tschüss, bis gleich. Okay.